Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Grey. So, ich glaube, hier müssen wir weiter. Und das weiß ich, weil ich eben schon eine Aufnahme gestartet hatte und die irgendwie nicht funktioniert hat. Ich hoffe, es passiert jetzt nicht wieder. Ich gehe jetzt einfach mal nicht nach links lang, wo sowieso nichts ist, sondern nach rechts. Da ist das nämlich passiert. Und dann muss ich die Aufnahme beenden. Also fürchte ich, geht's hier weiter. Dunkle Schächte sind nicht schön. Und dunkle, von unten eingebeulte Schächte sind noch viel schlimmer. Okay, wahrscheinlich... Oh, müssen wir doch den anderen Weg? Oh, scheiße. Na, dann passiert das hoffentlich nicht nochmal. Ah, halt. Nee, okay. Oh. Okay. Verflixt. Na gut. Hoffen wir mal, dass es hier nicht wieder dieses komische Ruckeln beginnt. Okay, diesmal hat alles funktioniert. So ein Glück. So ein Glück aber auch. Ich flüstere, weil uns die Viecher dann nicht hören. Ich weiß nicht mal, was da sein soll, aber egal. Oh. Okay. Oh, ich habe die Lampe die ganze Zeit an, ne? Wir müssen vorsichtig sein. Nicht, dass unsere ganze... Oh, okay. Dann geht's wohl da oben weiter. So. Wow, was ist das denn hier? Soll das deren Ernst sein? Vor sowas muss ich definitiv speichern. Ich mach mal hier. Ja, überschreiben. Ist ja nichts passiert. Und hier lang. Ach du Schande. Oh oh. Okay. Nichts. Bleib bloß da, wo du bist, du. Okay. Oh, ist so scheiße dunkel. Ach so. Deswegen. Nein! Nein! Hörst du wohl auf, Licht? Nicht flackern. Oh, wo soll ich lang? Ich gehe erstmal hier lang. Das ist am nächsten. Okay. Hm. Schauen wir mal. Ich mach mal das Licht ein bisschen aus. Ich habe Bedenken, dass unsere Batterie sonst möglicherweise alle geht. Oh, hier muss ich aber nochmal kurz anmachen. Ah, okay. Die ist versperrt. Alles klar. Dann gehen wir erstmal hier weiter. Okay. Das geht scheinbar nicht kaputt. Oh, nein. Oh. Ach. Jetzt habe ich festgehangen. Geht die auch auf? Oh, scheiße, die geht auch auf. Okay. Looks like I found the way out. Oh, I found the way out. Ich habe das Gebäude abgesperrt während der Arbeitszeiten. Ich möchte nicht, dass Fremde hier rumlaufen. Wenn du irgendwie hier raus möchtest, ist der Schlüssel auf meinem... Wie heißt das? Dieser Schrank, wo die Sachen drin bewahrt werden. Alles klar. Ich habe sowas erwartet. Auf dem Schrank. Okay, wir müssen gucken, dass wir einen Schrank finden. Hier ist keiner. Ne? Nein. Auf einem Schrank. Auf einem Schrank. Ich höre immer Geräusche. Auf einem Schrank. Okay. Auf einem Schrank. Auf einem Schrank. Ist ein Schlüssel. Ist ein Schlüssel. Auf einem Schrank. Ist ein Schlüssel. Ist ein Schlüssel. Bam, 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 bam. Ich übe schon mal. Ah, da sind Schränke. Aber das sind keine Locker. Nicht im klassischen Sinne zumindest. Speichern. Okay. Diese Tür sieht nicht vertrauenswürdig aus. Oh, scheiße. Da war gar nichts. Sorry. Okay. Ich sehe hier nicht wirklich was Sinnvolles, oder? Hm. Okay. Gehen wir mal hier lang. Die geht nicht auf. Und hier ist Maintenance.
Na, das hört sich doch gut an. Ih, wer malt denn Monster und hängt sich die auf? So, Schlüssel haben wir. Schlüssel haben wir. Jetzt speichern wir. So. Ich habe so das Gefühl, der Rückweg wird nicht ganz unproblematisch sein. Wobei ich die ganze Zeit bei diesem Spiel ein Gefühl habe und es passiert im Grunde jetzt nicht krasse Sachen, aber gleich. Bestimmt gleich. Bestimmt gleich. Bestimmt gleich. Ich glaube, das Spiel spielt einfach damit, dass man denkt, dass jeden Moment was kommen würde. Okay. Und auch jetzt kommt nichts. Und auch jetzt ist alles in Ordnung. Und auch jetzt kommen wir einfach durch die Tür vorne raus. Tja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es tatsächlich gar nicht mit Gegnern. Ich dachte irgendwie, es wäre mit Gegnern. So, was ist da? Ja, endlich. Lichter der Stadt. Ich kam zu Atem und ich lief Richtung Arbeit. Ich suchte nach Hilfe. Ich hatte ja keine anderen Optionen. Überall schienen Schatten umherzulauern. Und ich bildete mir ein, dass da böse Dinge aus anderen Welten wären. Und ich lief irgendwie so, als wäre ich durch irgendetwas irgendwo hingeleitet. Okay. Alles klar. Finally. No more ducts or dusty rooms. Yeah. No more ducts or dusty rooms. Da hat er recht. Ich glaube, die Batterie geht doch nicht alle. Achso, nur zur Info, ich nehme ziemlich viele Folgen hintereinander auf. Also, möglicherweise habt ihr auch versucht, mir den Tipp zu geben, dass die Batterien nicht alle werden. Aber dann habe ich den nicht gelesen, weil ich ja jetzt gerade erst dabei bin. Versteht ihr? Also, ich bin gerade dabei. Meine ich damit. Okay, da geht's runter. Alles klar. Hier ist ein Krankenhaus. Kommen wir da rein? Okay, ist versperrt. Was haben wir hier? Müll und ein Minispielplatz, wenn man das überhaupt so nennen kann. Hier ist ein Gebäude. Ist von der anderen Seite versperrt. Ich komme nicht vorbei. Na, das gibt's doch nicht. So. Ah, Zeit. Zeit im Blick haben. Oh, okay, wir haben noch Zeit. Aha, eine Tür. Und hier ist nichts. Da würde ich mal sagen, dann geht's wahrscheinlich hier weiter. Nein! Hä? Okay. Sekunde, dann müssen wir alles nochmal gut untersuchen. Da habe ich irgendeine Tür verpasst. So, da kommt immer so schwarzes Zeug raus, merke ich gerade. Ich dachte, das wäre nur, als wir die Puppen angegriffen haben. Sekunde mal. Da bin ich rausgekommen. Ja, da bin ich rausgekommen. Ach, genau. Oh. Ach, das schöne Kurzzeitgedächtnis, ne? Ach, da. Da ist noch eine Treppe hoch. Na ja. Wie konnte ich das nur übersehen? Konnte ich das nur übersehen? So. Okay, hier geht's weiter. Oh oh. Ernsthaft, hier geht was ab. Blüpp. Einfach nochmal speichern. So. Hier ist eine Tür. Die ist versperrt. Okay. Komm, chill with us. Come grab some ice cream with us. Juhu. Heute habe ich auch Eis gegessen. Ein Spaghetti-Eis. War voll lecker. Eigentlich mag ich Spaghetti-Eis gar nicht, aber ich habe dann gesehen, wie jemand anders das bestellt hat und ich so, oh mein Gott, sieht das lecker aus. Spaghetti-Eis. Und dann habe ich auch eins genommen. Und es war köstlich. So, es geht nicht auf. Also gehen wir mal wieder durch den dunklen Gang. Oh, da sagt er was. Okay. Alles klar, was sagt er denn? Trash is why the houses are so damn cheap around here. Hier wohnen Menschen? Das bezweifle ich. Ich glaube nicht, dass hier Menschen leben. Das sieht ja hier schrecklich aus. Wie in einem Horrorfilm halt. So. Na? Aha, ist versperrt. Also dann wohl hier lang. Okay. Dann geht die Tür auf. Hier haben wir China-Essen. Oh, oh, oh! Was ist das? Hä? Was habe ich denn eben eingesammelt? Oh, oh.
Sekunde. Ah, ich glaube, da kann man die Waffe wechseln. Trotzdem würde mich interessieren, was ich eben eingesammelt habe. Oder waren das Batterien oder was? Ach, verdammt. Na gut, muss gleich im Anschluss, wenn der Part zu Ende ist, nachgucken, was wir da eigentlich eingesammelt haben. Nee, ich dachte, da liegt was. Hä? Hä? Was ist hier los? Hä? Nee, Sekunde. Hä? Von wo kam ich denn? Jetzt bin ich total verwirrt. What the fuck was that? Oh, ja, da kann ich dir nur zustimmen. Huch, da ist ja eine Wand. Oh nein, es kam von dort. Oh, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich speichere nochmal. So viele Speicherplätze. Oh mein Gott. Scheiße. Ein Gemälde. Okay. Ich probiere erst hier. Versperrt, versperrt, Fenster. Okay, hier geht's also nicht lang. Okay. Versperrt. Offen. Verdammt nochmal. Ich glaube, wir haben eine Waffe eingesammelt. Ah. Na gut, der Part ist gleich zu Ende. Da muss ich erstmal ermitteln, wo die hin ist. Scheiße. Den ersten Gegner sollten wir vielleicht sowieso nicht gleich erschießen. Man muss ja nicht sofort... Ich bin immer noch voll überzeugt, dass es Gegner gibt. Ich habe Gegnerbilder gesehen. Auf Screenshots. Das kann doch nicht sein. Oh, nee. Ich speichere nochmal. Na, nein. So, na, so. Was haben wir hier? Locked from the other side. Na? Oh, komisches Geräusch. Na? Es ist immer noch nichts aufgetaucht, ich fasse es nicht. Das macht mich echt fertig, das Spiel. Was denn? Oh, wow. Wieso hast du nicht... Okay. Er fühlte sich nicht erleichtert, als er zur Arbeit kam. Da war noch eine weitere Notiz, die auf ihn wartete. Und irgendwie erinnerte ihn wieder die Handschrift an irgendwas. Es war vom selben Autor. Die Notiz war wieder sehr kurz, aber es war eine klare Nachricht. Geh nach Hause. Ja, genau. Der schnellste Weg ist natürlich durch... das Obdachlosenheim, was langsam an zerfallen ist. Und auf der anderen Seite ist die U-Bahn-Station. Ja, genau. Genau den Weg hätte ich auch gewählt. Wieso durch gut beleuchtete Straßen? Nein, durch das Obdachlosenheim. Klar, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Ha. So. Und da kommen wir. Versperrt. Ha, ja, ja. Okay, dann müssen wir wohl da lang. Oh. Und die Tür geht auf. I finally made it. Made it? Ach, das ist die Arbeit? Nee, jetzt bin ich gerade durcheinander. Doch, genau, die Arbeit. Wir müssen aber noch die ominöse Notiz finden, die uns befiehlt, woanders hinzugehen. Oh, oh. Halt, ich gucke erst hier oben. Nein, nein! Ach so. Ach, nee. Oh, jetzt kommen mir die Tränen. Nein, eine Waffe. Jetzt kommen die Gegner, die lang erwarteten. Sekunde, ich speichere nochmal. Ich habe Angst, dass sobald ich die Waffe aufhebe, sofort die Hölle losbricht. Okay, ich hab sie.
Komm nach Hause. Wir müssen darüber reden. This is my mother's handwriting. It couldn't be her. I don't have a choice, though. I have to follow it. Ja, aber wie wählt man hier die Waffe aus? Könnte ich bitte die haben? Kann ich die haben? Bitte? Darf ich sie haben? Ah, okay, alles klar. Mit Q. Ich versuch's jetzt erstmal nochmal mit dem Prügel-Ding hier. Geht das hier auf? Nee. Ich glaube, wir müssen erstmal aufhören. Ja, und keiner hat natürlich dran gedacht, die Sicherung schon mal auszuwechseln, wenn sie Stress macht, ne? So ist das immer. Was ist denn das? Sieht aus wie Dosen, ist wahrscheinlich zum Heilen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Die werden wir wahrscheinlich bald brauchen. Die Heilsachen. Hier geht's auch nicht auf. Ach so, ja, klar, wir müssen runter. Ja, wie konnte ich da nicht dran denken? Okay, na gut. Das machen wir in der nächsten Folge von Grey. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Oh mein Gott. Okay, also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.